Lokonat. Ach, was ist denn hier los? Los, auf, auf! Ja, klar! Wer von euch ist Happy? Happy war einer der sieben Zwerge. Ja, Lilly. Aber was ich meine ist, wer fühlt sich glücklich? Ja, ich. Dann bewegt euch zur Musik. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du glücklich bist, dann zeig dich sicherlich auf dein Gesicht. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Ich hab meine Banane zermatscht beim Klatschen. Was für ein matschiges Spiel. Wenn du glücklich bist, dann hüpfe durch den Raum. Boing, boing. Wenn du glücklich bist, dann hüpfe durch den Raum. Boing, boing. Wenn du glücklich bist, dann zeig dich sicherlich auf dein Gesicht. Wenn du glücklich bist, dann hüpfe durch den Raum. Boing, boing. Gut gemacht, Charlie. Genau das ist es. Das macht Spaß. Wenn du glücklich bist, dann rufe laut Hurra. Hurra! Wenn du glücklich bist, dann rufe laut Hurra. Hurra! Wenn du glücklich bist, dann zeig dich sicherlich auf dein Gesicht. Wenn du glücklich bist, dann rufe laut Hurra. Hurra! Hurra für mich! Oh, sie ist in ihrer eigenen Welt. Lilly, komm zurück! Wenn du glücklich bist, mach ein lustiges Gesicht. Wenn du glücklich bist, mach ein lustiges Gesicht. Wenn du glücklich bist, dann zeig dir sicherlich auf dein Gesicht. Wenn du glücklich bist, mach ein lustiges Gesicht. Super gemacht. Treffen wir jetzt Happy? Ich liebe die sieben Zwerge. Lilly. Das war lustig. Auf der Farm. Lasst uns dem Bauer mit der Arbeit helfen. Ja, okay. Das klingt gut. Der Bauer dort im Tal, der Bauer dort im Tal. Hei ho, das ist ein Spaß, der Bauer dort im Tal. Der Bauer füttert Hühner, der Bauer füttert Hühner. Hei ho, das ist ein Spaß, der Bauer füttert Hühner. Charlie, füttern, nicht jagen. Die Kuh, der Bauer melkt die Kuh. Hei ho, das ist ein Spaß, der Bauer melkt die Kuh. Der Bauer streut die Samen, der Bauer streut die Samen. Hei ho, das ist ein Spaß, der Bauer streut die Samen. Ich glaube, er pflanzt Bananen an. Charlie! Der Bauer putzt die Scheune, der Bauer putzt die Scheune. Hei ho, das ist ein Spaß, der Bauer putzt die Scheune. Der Bauer stapelt Heu, der Bauer stapelt Heu. Hei ho, das ist ein Spaß, der Bauer stapelt Heu. Gut gemacht. Dauert es, bis die Bananen wachsen? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Charlie!
hat Eier gebracht. Lass uns sie ansehen. Oh, cool. Vielleicht sind da Babybananen drin. Oh. Oh, oh. Oh, oh, was machen wir jetzt? Also? Humpty Dumpty saß auf der Lauer. Humpty Dumpty fiel von der Mauer. All die der König zu ihm geschickt, bekamen den Humpty nicht wieder geflickt. Gern geschehen, kleiner Mann, fast wie neu. Aber was machen wir mit dem anderen Ei? Ach, das ist leicht. Ups. Upsi. Humpty Dumpty rollt auf den Boden, bricht in zwei von unten bis oben. Jetzt sind sie traurig. Was sollen wir tun? Gib ihm eine Bandage, das hilft dann im Nu. Oh, oh, dear. Da bekommt jetzt jemand Riesenärger. Sieht nach einem Job für Ruby aus. Oh je. Humpty Dumpty, was weißt denn du? Wir bringen dich auf deinen Platz im Nu. Aber Tobi, der jagt seinen Ball. Als hätte ich's gewusst, der nächste Fall. Oh je. Ich brauche mehr Bandagen, bitte. Ach du meine Güte. Oh nein. Bereit oder nicht? Auf zu Ruby der Retterin. Sie wird den Neubruch verbinden. Humpty Dumpty saß auf der Lauer, zerbrochen und bunt vom Fall von der Mauer. Das ist sehr lustig. Und die Wahrheit ist die, böse auf euch sein könnt ich nie. Böse auf uns sein könnte sie nie. Außer vielleicht auf Charlie. Du, 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 du
Hey, schaut mal die lustige Mutter Ente mit ihren Babys. Ich glaube, sie hat alle Hände voll zu tun. Oh, eine kleine Familie. Das sind 5 Babys, so wie wir, wenn man Mama sieht. 5 kleine Enten zum Schwimmen gehen. Hinterm Hügel, sie war nicht mehr zu sehen. Mama Ente sprach quack, quack, quack. Wir gehen zurück. Welch ein Schock. 1, 2, 3, 4. Oh. Sieht so aus, als hätte ein Entlein vergessen, nach Hause zu kommen. 4 kleine Enten zum Camping gehen. Hinter dem Hügel, sie war nicht mehr zu sehen. Mama Ente sprach, quack, quack, quack. Nur 3 kehren zurück. Welch ein Schock. 1, 2, 3. Mama. Und vielleicht sind die anderen Bananen suchen gegangen. Er ist so verwirrt. 3 kleine Enten zum Fliegen gehen. Hinter dem Hügel, sie war nicht mehr zu sehen. Mama Ente sprach quack, quack, quack. Nur 2 kehren zurück. Welch ein Schock. 1, 2. Nur 2? Das Unfug macht. 2 kleine Entlein zum Wandern gehen. Hinter den Hügel, sie war nicht mehr zu sehen. Mama Ente sprach, quack, quack, quack. Nur 1 kehrt zurück. Welch ein Schock. 1. Oh nein. Jetzt ist sie ganz einsam. Das ist verrückt. Das ist wahr. Schon heim zurück! Alle wieder da! Ich habe euch ja gesagt, sie waren Bananen suchen. Ach, ist das nicht verrückt? Schaut, was ich gefunden habe. Eine Spinne. Ist sie nicht cool? Naja, eigentlich. Nein. Gibt sie bitte Spinne, wie lang dein Faden ist. Da kam der große Regen und der Faden riss. Da kam die liebe Sonne und saugt den Regen auf. Hättest du einen Käfer zum Frühstück? Was? Nein! Itzi Bitzi Spinne sitzt auf der Wippe bereit. Charlie setzt sich nieder, Itzi fällt ganz weit. Arme kleine Spinne steht schnell wieder auf. Und kleine Itzi Bitzi krabbelt munter wieder rauf. Das kleine Kerlchen hat eine Menge Energie. Stimmt, ich werde schon müde, wenn ich nur zusehe. Jetzt krabbelt Itzi Bitzi das Wettergerüst entlang. Da kam wieder der Regen und Itzi nimmt ein Bad. Da kam die liebe Sonne und saugt den Regen auf. Und Itzi Bitzi Spinne klettert munter wieder rauf. Oh, sie sieht hier nur an. Oh, kleine Itzi Bitzi. Ich möchte eine Spinne als Haustier. Die sind süß. Itzi Bitzi Spinne, wie lang dein Faden ist. Da kam der große Regen und der Faden riss. Da kam die liebe Sonne und saugt den Regen auf. Die Itzi Bitzi Spinne krabbelt wieder rauf. Die Itzi Bitzi Spinne krabbelt wieder rauf. Hey, Mr.
Mr. Langbein, wollen wir Freunde sein? Ich glaube, ich habe keine Angst mehr vor dir. Ich ahne Schwierigkeiten. Oh. Da kommt sie. Upsi. Johnny, Johnny. Ja, Mama. Naschst du Zucker? Nein, nein, nein. Schwindelst du? Nein, nein, nein. Mach den Mund auf. Ha, ha, ha. Ups, du hast mich erwischt. Allerdings. Charlie, Charlie. Ja, Mama. Machst du Unfug? Nein, Mama. Bist du sicher? Ja, Mama. Ich sehe dich. Ups. Du kannst mich nicht reinlegen. Ruby, Ruby. Ja, Mama. Bemalst du Wände? Nein, Mama. Lass mich sehen. Ja, Mama. Du brauchst Blau. Ich bemal gern die Wände mit meiner Mama. Alex, Alex. Ja, Mama. Naschst du Honig? Nein, Mama. Bist du sicher? Ja. Nein, Mama. Mach den Mund auf. Oh, du kleiner Schlingel. Ich liebe Honig. Lilli, Lilli. Ja, Mama. Machst du Blasen? Nein, Mama. Was ist das? Upsi-du. Tobi, Tobi. Zerkaust du Schuhe? Nein. Bist du sicher? Ja. Ab ins Häuschen. Ich liebe Schuhe. Die schmecken lecker. Schaut, ist das nicht ein perfektes Modell der London Bridge? Es sieht aus wie die... Ja, ja, fast. Außer ich zerstöre es. Wow. Ups. Oh. Ich hab doch nur rumgealbert. Londons Brücke fällt zusammen, fällt zusammen, fällt zusammen. Londons Brücke fällt zusammen, my fair lady. Oh, Charlie, ich glaube, wir müssen die Brücke erneut zusammenbauen. Okay. Kommt, Kinder! Bauen Sie auf mit Eisenbarren, Eisenbarren, Eisenbarren. Bauen Sie auf mit Eisenbarren, my fair lady. Ich glaube, das funktioniert nicht so richtig. Wow. Ups! Eisenbarren werden brechen, werden brechen, werden brechen. Eisenbarren werden brechen, my fair lady. Mit Bananen versuchen. Sicher. Mit Bananen. Ja, und dann können wir die Brücke aufessen. Hey, gut gemacht, Tobi. Bau sie auf mit Gold und Silber, Gold und Silber, Gold und Silber. Bau sie auf mit Gold und Silber, my fair lady. Hey, wen nennst du hier Lady? Ich bin nur ein Häschen. Yeah. Oh ja, es hat funktioniert. Schaut, wie sie glänzt in Gold und Silber. Gold und Silber, Gold und Silber. Wie sie glänzt in Gold und Silber. My fair lady. Oh, wow. Oh, gefällt mir. Wow. Ja, aber da gibt's ein kleines Problem. Silber und Gold werden schnell gestohlen, schnell gestohlen, schnell gestohlen. Silber
gestohlen, my fair lady. Wir bewachen sie die ganze Nacht. Die ganze Nacht? Die ganze Nacht, wir bewachen sie die ganze Nacht, my fair lady. Okay, ihr könnt mich zickig nennen, aber müssen wir wirklich die ganze Nacht wach bleiben, um die Brücke zu bewachen? Yep. Ja, für immer und immer. Ich bin so müde. Gute Nacht. Gute Nacht, Gute Lilly. Gute Nacht, Lilly. Gute Nacht. Da habe ich eine tolle Brücke gebaut. Sind alle auf? Nein. Zeit zum Herrichten. Ich will noch schlafen. So putzen wir die Zähne schon, deine Zähne schon, deine Zähne schon. So putzen wir die Zähne schon, so früh am Morgen. Putz, putz, genauso. Putz, 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 auf und ab. Hin und her. Spülen. So waschen wir unser Gesicht schon, unser Gesicht schon, Lesen. Unser Gesicht schon. So waschen wir schon unser Gesicht so früh am Morgen. Wasch, 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 wasch. So ziehen wir uns jetzt schon an, jetzt schon an, jetzt schon an. So ziehen wir uns jetzt schon an, so früh am Morgen. Zieh, zieh, zieh dich an. Zieh, zieh, zieh dich an. Schöne Schuhe! Wie meine Hose? Wie mein Kleid? Zieh mich an! So packen wir unser Mittagessen ein, Mittagessen ein, Mittagessen ein. So packen wir unser Mittagessen ein, so früh am Morgen. Pack, yummy. Pack, 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 pack. Mmm, Erdnussbutter und Marmelade. So gehen wir zur Schule schön, zur Schule schön, zur Schule schön. So gehen wir zur Schule schön, so früh am Morgen. Schule, 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 alle. Schule, 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 Schule. Schule macht Spaß! Schaut, wer uns da besuchen kommt! Wir haben unsere Tätzchen verloren. Was? Verloren eure Tätzchen, ihr bösen Kätzchen, dann gibt's keine Kuchen mehr. Miau, 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 dann gibt's keine Kuchen mehr. Miau, kein Kuchen mehr. Gilt das auch für mich? Lass mal sehen. Drei kleine Kätzchen, sie fanden ihre Tätzchen und weinten bitterlich. Oh,
liebe Mami, wir fürchten sehr, unsere Tätzchen sind verschmutzt. Was? Verschmutzt eure Tätzchen, ihr bösen Kätzchen? Und dann seufzen wir. Miau, 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 miau. Was? Waschen? Waschen eure Tätzchen, ihr braven Kätzchen. Jetzt geht's raus zum Spiel. Miau, 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 miau. Los raus mit uns zum Spiel. Wer ist ein braves Kätzchen? Ja, das seid ihr. Noch mehr von diesem Bananenkuchen. Ich gehe aufs Klettergerüst. Ich werde auch worauf klettern. Ich werde herumhüpfen und den Duft der Blumen riechen. Und ich bereite ein Picknick für alle vor. Juhu, ja. Lieber an dem anderen Tag, wenn jeder von uns spielen mag. Regen, Regen, zieh doch ab. Es soll aufhören zu regnen. Das ist cool. Regen, Regen, bleib doch hier. Es fühlt sich so gut an auf mir. Komm und spritz uns Kinder nass. Das wird ein toller, schlammiger Spaß. Ich komme! Oh. Regen, mach nur weiter so, denn nass, das macht uns alle froh. Wir wälzen uns im Schlamm umher, das gefällt uns allen sehr. Regen, mach nur weiter so. Wir tanzen alle und sind froh. Zu deinem Regentropfentakt. Das ist, was ein jeder mag. Oh nein, es hat aufgehört. Mehr Regen bitte. Oh. Komm zu uns zurück, jederzeit, komm, bring uns Glück. Jeder von uns dich gerne mag, komm gerne wieder jeden Tag. Was für ein Spaß! Pfützen sind so toll! Hadi ha! Erst trägst du die Seife echt gut auf, reib sie auf deine Arme und Beine. Dann wäschst du deinen ganzen Körper, heute werden wir sauber. Oh, waschi, waschi, in der Wanne, spül ein wenig Haus und glänz. Waschi, waschi, mit Seife spielen, oh, ich liebe Badezeit. Oh, ich liebe Badezeit. Dann drehst du das Shampoo auf, mach es aber gut. Wasch, wasch, rund und rund, es ist gut, sauber zu sein. Oh, waschi, waschi, in der Wanne, spül ein wenig Haus und glänz. Waschi, waschi, mit Seife spielen, oh, ich liebe Badezeit. Oh, ich liebe Badezeit. Jetzt nehmen wir die Cremespülung, macht unser Haar echt glatt.
Es bringt auch die Wickel raus. Du fühlst dich wie neu. Oh, Waschi, Waschi, in der Wanne, spül ein wenig Haus und glänz. Waschi, Waschi, mit Seife spielen, oh, ich liebe Badezeit. Zum Schluss spülen wir alles aus, das Wasser ist so gut. Alles erledigt, nimm ein Tuch, trocken musst du sein. Oh, Waschi, Waschi, in der Wanne, spül ein wenig Haus und glänz. Waschi, Waschi, mit Seife spielen, oh, ich liebe Badezeit. Oh, Waschi, Waschi, in der Wanne, spül ein wenig Haus und glänz. Waschi, Waschi, mit Seife spielen, oh, ich liebe Badezeit. Hurra, hurra! Wir sind im Park, Zeit zu spielen. Wow, sieh mal den ganzen Müll an. Irgendjemand hat vergessen, seinen Müll mitzunehmen. Warum seid ihr Kinder keine kleinen Helfer und räumt den Müll weg? Okay, los geht's. Der Schnellste bekommt ein Eis. Oh ja! Ja! Yeah. Wir säubern fleißig unseren Park in unserer Nachbarschaft. Entfernen jeden Müll, das ist ganz leicht geschafft. Super! Charlie, musst du wirklich Bananen essen, während du aufräumst? Also, ich muss doch meine Energie bewahren für diese harte Arbeit. Recycle all das Plastik und füll den Eimer voll. Entferne all die Blätter. Das Spiel, das ist schon toll. Ui, oh, Charlie. Unser Aufräumspiel im Park, danach ein jeder toben mag. Zuerst säubern wir jedes Eck, zum Schluss gibt's nirgendwo mehr Dreck. Ich bin mir sicher, dass ich gewinne. Schaut her. Grün steht für das Plastik. Und für Biomüll. Gelb ist für Bananen. Was für ein lustiges Spiel. Gelb ist für die Dosen. Und blau ist für das Glas. Was für ein großer Eimer. Das macht sogar mir Spaß. Unser Aufräumspiel im Park. Danach ein jeder toben mag. Zuerst säubern wir jedes Eck. Zum Schluss gibt's nirgendwo mehr Dreck. Ich mag es, sauber zu machen. Oh, ich esse lieber. Ich aß ne Banane. Die Schale gehört dir. Wirf sie in meinen Magen. Gern gemacht von mir. Meine Saftdose, wo werf ich sie denn rein? In den gelben Eimer. Oh, danke, das ist fein. Vielen Dank. Ja. Unser Aufräumspiel im Park, danach ein jeder toben mag. Zuerst säubern wir jedes Eck, zum Schluss gibt's nirgendwo mehr Dreck. Ich weiß genau, dass ich gewinnen werde. Ich säubere alles, was mir in die Finger kommt. Nein, das nicht, Lilly. Der Park sieht wunderschön aus, die Eimer sind ganz voll. Man kann wieder das Gras sehen, jetzt wird gespielt ganz toll. Wir sind wirklich super stolz, so fleißig waren wir. Jetzt hat ein jeder Eis verdient und dann spielen wir alle vier. Unser Aufräumspiel im Park, danach ein jeder toben mag. Zuerst säubern wir jedes Eck, zum Schluss gibt's nirgendwo mehr Dreck. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Darf ich jetzt ein Eis haben? Nicht jetzt, Lilly. Aber wieso nicht? Oh. Hey, bevor du über die Straße gehst, du musst in beide Richtungen genau hinsehen. Schau nach links, schau nach rechts und warte auf grünes Licht. Ja, Rotti, stopp! Gelb langsam, grün heißt geh, rot stopp. Gelb langsam, grün heißt du kannst gehen. Rot stopp.
gern langsam. Grün, gelb. Geh, geh, geh. Hey, bevor du über die Straße gehst, nimm jemandes Hand. Geh immer mit nem Kumpel oder Freund, es ist ein wirklich guter Plan. Rot ist Stopp, gelb langsam, grün heißt geh, geh, geh. Rot Stopp, gelb langsam, grün heißt du kannst gehen. Rot Stopp, gelb langsam. Gelbes Licht erwischt, rennen darfst du nicht. Stopp, warte, nimm die Zeit, bald gibst es grünes Licht. Super! Rot ist Stopp, gelb langsam, grün heißt geh, geh, geh. Rot Stopp, gelb langsam, grün heißt du kannst gehen. Sollst du jemanden sehen, der Hilfe über die Straße braucht? Über die Straße, es ist sehr freundlich. Richtig. Rot ist Stopp, gelb langsam, grün heißt geh, geh, geh. Rot Stopp, gelb langsam, grün heißt du kannst gehen. Ich werde heute einen Kuchen für Mama und Papa backen. Wer will mir helfen? Ich! Lasst uns Bananen hineingeben. Bei dir ist alles immer mit Bananen. Wir können auch Erdnüsse dazu nehmen. Ich liebe Erdnüsse. Kuchen backen, Bäckersmann. Back mir einen Kuchen, so schnell wie man kann. Markier ihn mit einem M, ne Banane und ne Nuss. Ofen. Wow, was für ein Genuss! Oh, danke! Ich liebe Bananenkuchen! Oh ja, ich auch! Okay, Charlie, jetzt backe ich einen Erdnusskuchen. Kuchen backen, Bäckersmann. Back mir einen Kuchen so schnell wie man kann. Markier ihn mit nem P, betupft und glatt. Ab in den Ofen, Papa John wird sicher satt. Oh, cool! Juhu, Erdnüsse, ich liebe Erdnüsse. Ja, aber das ist der Kuchen für Papa John. Einmal kosten wird niemandem schaden, oder? Wir machen ein schönes Durcheinander. Kuchen backen, Bäckersmann. Mir einen Kuchen so schnell wie man kann. Verzier ihn mit Glasur. Bananen für mich. Die sind doch nicht für Charlie. Wer sieht das noch wie ich? Oh Mann. Lecker. Ich denke, den muss ich ganz alleine aufessen. Was ist mit mir? Eine für den Kuchen und eine für mich. Kuchen backen, Bäckersmann. Back mir einen Kuchen so schnell wie man kann. Verzier ihn reichlich und servier ihn dann zum Tee. Mama und Papa freuen sich, das wirst du gleich sehen. Wow, sieh mal einer an. Diese ganzen schicken Kuchen. Ich kann's nicht erwarten, sie zu probieren. Wir haben sogar Bananen mitgebacken und Erdnüsse. Oh, wirklich? Oh! Kuchen backen, Bäckersmann. Wir backen einen Kuchen, jetzt seid ihr dran. Jetzt schneidet ihn und kostet. Und eins, zwei, drei. Kuchen backen. Bring Kuchen für mich herbei. Oh, Charlie! Ups. Ah,
passiert, Kätzchen? Miau! Miaui, miaui! Was ist denn los? Ich fiel grad auf meine Pfote. Küss mein Aua, Mama, bitte. Natürlich, lass mich das mal sehen. Jetzt geht's dir viel besser, siehst du? Ein Verband und ein Kuss von mir. Keine Käfer fängst du mehr. Ja, stattdessen geh ich spielen. Miau. Miaui. Ruby, Ruby. Ja, Kätzchen. Ich hab meine Kralle in der Decke verhakt. Miaui, aui, das tut so weh. Meinst du hier? Oh nein, ist das der Punkt? Miau. Das tut mir leid, Kätzchen. Hier, lass mich dir helfen. Jetzt geht's dir viel besser, schau. Ein Verband und ein Kuss von mir. Nächstes Mal schneiden wir deine Krallen und kümmern uns um deine Pfoten. Miaui. Oh, upsi, dupsi, nein, oh nein. Ich bin auf meinem Gesicht gelandet. Kannst du mir helfen, Charlie? Er möchte keine Banane. Er möchte, dass du sein Gesicht wäschst und ihm ein Küsschen gibst. Muss ich das machen? Charlie? Okay. Hier für dich, du kleiner Kerl. Ich helfe dir, also bitte nicht weinen. Nächstes Mal isst du besser Bananen. Da passiert nichts, also 1, 2, 3. Ja, Banane. Miau. Hey Kinder, lasst uns leckeres Gemüse fürs Abendessen finden. Ja, ich liebe Bananen. Oh, Charlie, Bananen sind kein Gemüse. Sie ja, sind Obst. Lasst uns Erbsen finden. Erbsen, die liebe ich. Gemüse, das ist sehr gesund. Grün, orange, gelb und rot, das ist ganz schön bunt. Gemüse, 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 Gemüse ist ein Muss. Oh yeah! Es knackt und es knistert. Was für ein Genuss! Isst du gerne Brokkoli, buschig und ganz grün? Wie wär's mit einem Kürbis? Oh, als Eis finde ich ihn schön. Ich mag grüne Erbsen. Ich liebe gelben Mais. Ich esse lieber Bohnen. Es sieht wie ein Klecks aus. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Gemüse ist ein Muss. Es knackt und es knistert. Was für ein Genuss. Gerne Blumenkohl. Die Blume kenne ich nicht. Sie wird auch Kohl genannt. Mit ihr hältst du dein Gewicht. Gemüse ist gesund, mit viel Vitamin A. Süßkartoffeln und Spinat, zu allem sag ich ja. Gemüse, 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 Gemüse ist ein Muss. Es knackt und es knistert, was für ein Genuss. Arriba! Andale, andale! Paprika, Pilze, Karotten, Kartoffeln, Rosenkohl. Es gibt so viele Sorten, darum geht's im Leben wohl. Gemüse, 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 Gemüse ist ein Muss. Es knackt und es knistert, was für ein Genuss. Gemüse, 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 Gemüse ist ein Muss. Es knackt und es knistert. Was für ein Genuss. Noch mehr Bohnen, bitte. Schau, ich packe
packe ein paar Früchte für unser Picknick ein. Oh, habe ich da eine Banane entdeckt? Legst mir ein paar Erdbeeren zurück, bitte? Weintrauben! Wir sind Fruity Tutti Fruity, wir lieben alle Früchte. Oh, was ist denn das Schönes? Früchte sind so ein Genuss. Ich bin Wassermelonenfröhlich. Ja! Ich bin so süß wie ein Pfirsich. Meine Lieblingsfrucht ist Mango. Es wächst auf einem Mangobaum. Mango, Mango, Mango. Für mich gibt's nur Bananen. Kiwi. Das Grüne hab ich um. Ja, ja! Wir sind Fruity Tutti Fruity, wir lieben alle Früchte. Oh, was ist denn das Schönes? Früchte sind so ein Genuss. Wir sind Fruity Tutti Fruity, wir lieben alle Früchte. Oh, was ist denn das Schönes? Früchte sind so ein Genuss. Orangen und Äpfel. Also, es gibt 7 Monate im Jahr. Ich glaube, es gibt 12 Monate im Jahr. Stimmt's, Lilly? Oh ja, sehr gut. Charlie und ich lernten alle Monate durch ein Lied. Hör zu! Januar, Februar, März. Jetzt ihr! Januar, Februar, März. Januar, Februar, dann kommt März. Januar, Februar, März. April, Mai, Juni und Juli. Jetzt ihr! April, Mai, Juni und Juli. August und September kommen dann. Das stimmt. August und September kommen dann. August, September. Die kann man nicht vergessen. August und September kommen dann. Ha, das sind echt viele Monate. Oktober, November, Dezember. Oktober, November, Dezember. Oktober, November, Dezember. Jetzt seid ihr dran. Zeigt uns, ob ihr
Juli. August. August. September. September. Oktober. Oktober. November. November. Und zuletzt Dezember. Dezember. Da sind 12 Monate im Jahr. Sing es laut und sing es klar. Erinnerst du dich noch an alle Namen? Miau. Wir haben's. Wir haben sie uns gemerkt. Hurra! Gut gemacht. Ja, ihr habt das so gut gemacht. Ihr habt euch extra Bananen verdient. Können wir lieber Thunfisch bekommen? Wie wär's sonst mit einem Bananenfisch? Charlie, miau, was ist ein Gegenteil? Das ist schwer zu erklären, aber ich kann's dir zeigen. Lilly, hol bitte die Karten und ein paar Bananen. Okay. Warte, Bananen? Netter Versuch. Es geht los, ich zeig es dir. Gegenteile mit Hinweisen von mir. Das ist nass, trocken ist so. Das ist das Gegenteil, weißt du wieso? Miau, weil sie unterschiedlich sind. Wieso? Es ist die gleiche Idee, unterschiedlich gemacht. Tag ist das Gegenteil von Nacht. Verstanden? Ich glaube, ich hab's verstanden. Gegenteile sind nicht gleich. Wir spielen damit ein Spiel. Wie Tag und Nacht. Richtig und falsch. Das Gegenteil liebt, singt alle mit. Gegenteile gibt es noch. Erst mal sehen. Oh, Charlie, es gibt kein Gegenteil von Banane. Ups. Sie ist klein und er ist groß. Das ist ein Gegenteil. Du hast es gewusst. Das heißt Stopp und das heißt Gehen. Sie sind sehr clever. Ich sagte ja, du wirst sehen. Das sind wir. Bananen sind lang, Aprikosen sind nicht. Miau. Gegenteile? Ich denke nicht. Eis ist kalt. Die Suppe ist heiß. Gegenteile? Ein Hebel ist weiß. Die Tür ist offen und jetzt ist sie zu. Das ist das Gegenteil. Richtig liegst du. Gegenteile sind nicht gleich. Wir spielen damit ein Spiel. Wie Tag und Nacht, richtig und falsch. Das Gegenteillied singt alle mit. Ja, ich bin so glücklich und sag es, weil traurig ist das Gegenteil. Das ist toll. Ja, das finden wir auch. Rauf und runter. Gegenteil. Kann das alles sein? Oh nein, davon gibt es doch eine Menge. Lasst uns weiterlernen. Gegenteile sind nicht gleich. Wir spielen damit ein Spiel. Wie Tag und Nacht, richtig und falsch. Das Gegenteillied singt alle mit. Das Gegenteillied singt alle mit. Das ist das Gegenteil von Anfang. Ich werde die ganze Woche hier sein. Versammelt euch alle. Okay. Ich habe ein lustiges Spiel. Es heißt das Form-Form-Spiel. Wow. Ich bin bereit. Ich will spielen.
Formen gibt es in allen Größen. Wie heißt diese Form? Natalie? Es hat drei Seiten und drei Ecken. Spiel mit das Form vom Spiel. Okay. Es ist das. Nicht ganz, Charlie. Ist es ein Dreieck? Ja, gut gemacht. Es ist ein Dreieck. Wie das? Das ist auch ein Dreieck. Sehr gut. Formen gibt es in allen Großen. Wie heißt diese Form? Carol. Es hat vier gleiche Seiten und vier Ecken. Spiel mir das Form vom Spiel. Okay, spielen wir. Es ist das. Charlie, du bist verrückt. Ich glaube, es ist ein Quadrat. Es ist ein Quadrat. Schön für dich. Yay! Formen gibt es in allen Größen. Wie heißt diese Form? Gertrude! Es hat keine Seiten, keine Ecken. Spiel mit das Form vom Spiel. Es ist ein Kreis. Wie das? Oh, ich sehe, jemand hat einen großen Bissen aus ihm genommen. Am Kreis. Schau, meine Knöpfe sind auch Kreise. Und mein Nabel auch. Es gibt viele Formen mit vielen, vielen Namen. Hexagon. Fünfecke auch. Es gibt Rechtecke und Achtecke. Nur ein paar zu nennen. Mehr als ein paar. Wusstest du, dass Formen mit drei oder mehr Seiten auch Polygone genannt werden? Wow. Formen gibt's in allen Großen. Wie heißt diese Form? Dorothy? Es hat fünf Seiten. Und fünf Ecken. Spiel mir das Form vom Spiel. Ich weiß. Es ist ein Stern. Ein glänzender Stern. Wie die Schnupper-Schnupper-Art. Hat jemand Schnupper gesagt? Lass mich nachdenken. Nein, Charlie! Er klingelte! Formen gibt's in allen Größen. Wie heißt diese Form? Delilah? Es hat eine gebogene Form auf dem unteren Punkt. Spiel mit das Form vom Spiel. Yes, sir! Ist es ein Herz? Das ist es, Charlie. Ein Herz bedeutet, ich liebe dich. Oh, ich liebe dich auch. Und ich liebe euch alle. Formen gibt es in allen Größen. Wie heißt diese Form? Fernando? Rate mal, es macht Spaß zu spielen. Spiel mir das Form vom Spiel. Das Form vom Spiel. Es ist ein Fürz. Ich meine ein Herz. Oh, Charlie. Thank you.